Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer heutigen ersten Einheit Aufbau der Materie begrüßen. Das ist der Vorlesungsteil 1a. Und wir wollen uns heute mit den Zustandsformen der Materie und Trennmethoden in den beiden Einheiten etwas genauer beschäftigen. Beginnen wir zunächst mit dem Aufbau der Materie. Wir wollen uns zunächst einmal kurz klar werden, was für Lernziele wir für die Veranstaltung heute haben. Da sind einige Punkte, um die es geht, die Sie mitnehmen sollten, wenn Sie die Veranstaltung erfolgreich absolviert haben. Da geht es darum, dass wir erste Beobachtungen machen wollen zu makroskopischen und mikroskopischen Verhalten von Stoffen, die wir in unserer Umgebung haben. Das sollte im Prinzip eins der Ziele sein. Wir möchten ganz gerne ein paar Grundkonzepte kennenlernen von chemischen Reaktionen, was überhaupt eine chemische Reaktion ist und vor allen Dingen uns mit dem Begriff der Stoffumwandlung ein klein wenig genauer auseinandersetzen. Wir wollen weiterhin, dass im Endeffekt die Aggregatzustände etwas besser verstanden sind, vor allen Dingen auch hier den Wechsel der Aggregatzustände. Da werden wir uns ein bisschen genauer mit beschäftigen, was das bedeutet, wenn wir von fest zu flüssig und dergleichen uns hier bewegen. Ziel von dem Ganzen ist dann, wenn wir uns hier durchgekämpft haben, dass man Phasendiagramme im Groben und Ganzen verstanden hat und Sie sollten hinterher in der Lage sein, auch solche Phasendiagramme zum Beispiel vom Wasser zumindest in groben Zügen erläutern können, was dahinter steckt, skizzieren und ein bisschen genauer beschreiben können. Ganz wesentlich in dieser ersten Einheit, dass Sie das Mol kennenlernen, das ist die chemische Stoffmenge, damit Sie wissen, was es damit auf sich hat. Auch das ist einer von den ganz wichtigen Punkten, deswegen auch hier in Rot gekennzeichnet. Also ganz wesentlich zu wissen, wie ist ein Mol definiert und was sagt das Ganze aus. Ja, lassen Sie uns zunächst mal ein bisschen anschauen. Materie, das ist das, womit wir uns beschäftigen wollen. Was ist Materie? Das ist natürlich das, was wir in unserer Umgebung haben, das, was in unserer Umwelt vorliegt. Und ich glaube, das ist von jedem schon mal irgendwo, dass man sich die Frage stellt, was ist das eigentlich, was wir hier um uns herum haben? Was ist direkt hier neben uns? Was sind die Dinge, die wir hier kennen? Was haben wir hier wirklich? Und diese Materie, das ist eben diese Betrachtung der Umwelt, führt uns dazu, dass die Materie aus verschiedenen Stoffen besteht. Verschiedene Stoffe, vielleicht einer von den bekanntesten Stoffen, mit dem wir uns natürlich sehr intensiv beschäftigen. Das ist zum Beispiel hier das Wasser. Ich habe hier ein ganz normales Glas mit Mineralwasser. Wir sehen hier das Wasser, das ist ein Stoff. Und in dem Mineralwasser ist noch Kohlensäure, also Kohlendioxid blubbert hier noch ein bisschen heraus. Ansonsten ist das Wasser hier in einem Glasgefäß. Auch das Glas ist ein Stoff. In dem Fall Glas und wir haben hier natürlich, das ist im Prinzip chemisch gesprochen, überwiegend Siliziumdioxid, aus dem besteht. Also es sind zwei typische Stoffe, Glas und vor allen Dingen das Wasser, was uns allen sehr vertraut ist, die kennen wir hier als entsprechend chemische Stoffe. Wir haben weitere andere Stoffe, wäre zum Beispiel die Luft, die um uns herum ist oder zum Beispiel die Hörsaalstühle, auf denen Sie gerade sitzen, das ist Holz, also auch einer der Stoffe. Stein, Prinzip, was wir hier haben, woraus die Gebäude gemacht sind oder in der Natur eben entsprechende Mineralien, ganz viele verschiedene Stoffe, die wir kennen und natürlich in einigen von den Begriffen von den Stoffen steckt sogar der Name mit dabei. Wir haben zum Beispiel Sauerstoff, Stickstoff, Kunststoff, Kohlenstoff. Was hier gekennzeichnet ist, sehen wir natürlich, dass wir hier den Ausdruck bereits in dem Wort mit drin verbunden haben. Metalle, Eisen, Kupfer zum Beispiel, alles das sind Stoffe, die unsere Umgebung, unsere Umwelt ausmachen. Also genau das ist, was die Materie hier ausmacht. Diese Stoffe, diese Dinge haben Eigenschaften, mit denen wir uns auch häufig beschäftigen. Eigenschaften wären eben zum Beispiel, ist der Stoff jetzt ein Gas, ist er fest, wie hart ist er, zum Beispiel Diamant ein sehr, sehr harter Stoff oder zum Beispiel Wasser ist eben eine Flüssigkeit im Normalzustand, kennen wir, ist nass, hat Eigenschaften, dass es bestimmte Sachen wie Salz oder Zucker auflöst. Bei Metallen können wir uns zum Beispiel darüber unterhalten, ob sie stromleitend sind, ob sie magnetisch sind, was die für Eigenschaften haben. Und hier haben wir natürlich eben entsprechend Möglichkeiten, ja, Farbe zum Beispiel, zu beschreiben, wie ein Stoff eben sich verhält, was er für Eigenschaften hat. Und das interessiert uns. Und das interessiert insbesondere zwei Teile der Naturwissenschaft. Das ist einmal die Physik und die Chemie. Beide Naturwissenschaften interessieren sich sehr, wie sich solche Stoffe im Einzelnen verhalten, was sie für Eigenschaften haben. Die Chemie unterscheidet sich von der Physik, vielleicht sehr einfach gesagt, dass die Chemie sich insbesondere damit beschäftigt, wie Stoffe sich verwandeln können, wie sie sich umwandeln können, dass man aus einem Stoff einen anderen Stoff macht. Und solche Stoffumwandlung wird auch das sein, womit wir uns hier in der Vorlesung sehr intensiv insgesamt beschäftigen werden. Eine von den ganz typischen Stoffumwandlungen, das sind Verbrennungsprozesse. Wenn Sie zum Beispiel wie
Im Winter, wenn Sie Ihre Heizung oder auch wenn Sie im Sommer im Prinzip Ihre Warmwasserbetreibung machen, das wird über Ihre Heizung gemacht. Hier finden Verbrennungen von entweder Erdgas, sprich Methan oder von Heizöl statt. Sie haben Verbrennungen in Ihrem Automotor oder Sie kennen natürlich auch die Verbrennung. Das haben wir vielleicht mal hier als kleinen Film, wo wir uns mal anschauen, nochmal ein bisschen, dass wir jetzt hier ein kleines Lagerfeuer mal genauer anschauen können. Da sehen wir hier, wie Holz eben auch wieder einer von unseren Stoffen verbrennt und wir haben eine Stoffumwandlung. Wir sehen nämlich genau, dass hier eben entsprechend aus dem Holz wird bei Freiwerden von Wärmeenergie, wird das Holz umgewandelt in Asche und wir bekommen gleichzeitig noch eben gasförmige Produkte, wie zum Beispiel Kohlendioxid, was hier entsprechend entsteht. Das sind typische Verbrennungsprozesse, wie Sie sie aus dem Alltag kennen. Ich habe Ihnen hier aber heute noch einen speziellen Verbrennungsprozess mitgebracht, als kleines Experiment. Und dazu schauen wir uns mal an, was wir hier machen können. Was ich Ihnen mitgebracht habe, das ist etwas, sieht aus wie normale Kosmetikwatte, ist auf den ersten Blick auch Kosmetikwatte. Und die wollen wir uns mal genauer anschauen. Ich habe die Watte hier. Ich werde die Watte mal hier auf meine Hand legen und werde diese Watte auch verbrennen, entzünden. Und Sie könnten sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn das normale Kosmetikwatte wäre. Dann hätten wir den Effekt, dass ich mir furchtbar die Hand verbrennen würde und die Vorlesung an dieser Stelle bereits unterbrochen wäre. Das ist aber chemisch vorbehandelte Watte und wir wollen uns mal anschauen, was passiert, wenn ich diese Watte verbrenne. Also schauen wir mal, hier ist die Watte, ich entzünde sie und Sie sehen, sie ist sprichwörtlich weg, sie ist verbrannt. Das ist kein Zaubertrick, auch wenn es aussieht wie ein Zaubertrick. Das ist eine spezielle Watte, die wir in der Chemie vorbereitet haben. Mit Nitriersäure wurde die behandelt. Das ist sogenannte Nitrocellulose oder Schießbaumwolle. Und diese Schießbaumwolle hat die Eigenschaft, dass sie rückstandfrei verbrennt. Rückstandfrei heißt allerdings, dass hier keine festen Substanzen zurückbleiben, wie Asche, wie wir es eben bei dem quasi bei dem Lagerfeuer gesehen hatten, sondern dass alle Verbrennungsprodukte in die Gasform übergehen. Das heißt momentan von der Verbrennung, von der Watte, die ist natürlich nicht weg, ist alles eben hier in den Gaszustand übergegangen, was wir hier bei dieser Verbrennung erlebt haben. Das sind also einmal die üblichen Verbrennungen und einmal die etwas spektakulärere Verbrennung, die wir haben. Das ist eben, wie gesagt, das, was man bei solchen Stoffumwandlungen, das ist eine chemische Reaktion. Hier haben wir tatsächlich von Stoffe, die sich in andere Stoffe umgewandelt haben. Und das ist das, was uns vor allen Dingen auch in der Chemie sehr interessiert. Das führt uns gleichzeitig, auch der letzte Versuch gerade, führt uns dazu, dass wir uns ein bisschen genauer mit den Aggregatzuständen auseinandersetzen wollen. Auch Aggregatzustände ist eigentlich allen von Ihnen schon mal mehr oder weniger intensiv begegnet. Die Aggregatzustände, die drei wichtigsten, die es gibt noch ein paar mehr, sind, dass ein Stoff fest sein kann, flüssig sein kann oder gasförmig sein kann. Und das kennen wir natürlich, nehmen wir auch wieder unser üblichstes Beispiel. Das kennen wir vom Wasser. Und eben Wasser kann natürlich fest, flüssig oder gasförmig sein, da werden wir auch gleich immer genauer drauf eingehen. Wichtig ist aber dabei, dass natürlich, ob dieser Stoff, wie zum Beispiel unser Wasser, flüssig oder fest ist, hängt von den äußeren Bedingungen ab, sprich, wir müssen beachten, bei welchen Temperaturen wir uns unterhalten und vor allen Dingen, was auch noch eine Rolle spielt, ist, wenn wir später nochmal sehen, ist der Druck, der eine große Rolle spielt. Wasser wissen wir, wenn wir unter 0 Grad Celsius gehen, friert das und ebenso sind die Abhängigkeiten auch für andere Stoffe, zum Beispiel Eisen, wenn man entsprechend eine sehr hohe Temperatur einstellt, dann schmilzt auch unser Eisenmetall. Ein fester Stoff kann eben auf die Art und Weise verflüssigt werden, indem wir den Stoff erwärmen. Das gilt im Prinzip fast für alle Stoffe, wo das passieren kann. Erhitzen führt zur Änderung des Aggregatzustands, normalerweise zunächst zur Verflüssigung. Und wenn wir noch heißer werden, dann können wir auch einen Stoff eben entsprechend in die Gasform überführen. Ja, ich hatte schon gesagt, wir wollen uns das ein bisschen am Beispiel vom Wasser genauer anschauen. Und hier ist ein Bild gezeigt, wo wir sehen, im Endeffekt, hier sind alle drei Aggregatzustände vom Wasser mal gezeigt. Wir haben hier Eis vorliegen an diesem Brunnen, das ist ein Bild aus dem Winter. Und wir haben Wasser, was noch aus dieser Quelle herauskommt, also ist noch nicht ganz eingefroren. Und in der Luft befindet sich unsichtbar der Wasserdampf. Also alle drei Aggregatzustände von Wasser hier in einem Platz gegeben. Bekannt ist auch allgemein, hatte ich eben schon mal erwähnt, dass Wasser bei 0 Grad Celsius gefriert und bei 100 Grad Celsius kocht. Und wir müssen natürlich berücksichtigen, dass wir die Temperaturskala hier nach Celsius nehmen. In den USA zum Beispiel hat man eine andere Temperaturskala, dort wird das Ganze entsprechend nach Fahrenheit gemessen. Aber eigentlich hat man sich in der Naturwissenschaft geeinigt, dass man die Grad Celsius-Skala hier für solche Temperaturveränderungen für im normalen Alltag eben auch verwenden möchte.
Ja, ich hatte eben auch schon gesagt, die äußeren Umstände spielen eine Rolle. Nicht nur die Temperatur, sondern auch der Luftdruck spielt eine große Rolle. Während das für die meisten hier im Alltag gar nicht so bekannt ist, muss man das aber je nachdem, wo man sich befindet, doch sehr genau mit berücksichtigen. Und wir wollen uns deswegen, wenn wir uns das mal anschauen, wie das mit dem Druck zusammenhängt, wollen wir uns mal anschauen, was eigentlich Druck überhaupt bedeutet, die Einheit. Da gibt es ein paar Punkte, die man beachten soll, bevor wir uns nochmal genau mit dem Geschehen der Aggregatzustände zuwenden. Druck ist aus der Physik, ist natürlich eben im Prinzip, dass wir eine Kraft ausüben auf eine Fläche, also Kraft pro Fläche. Das ist zum Beispiel, wenn Sie hier einen Stapel Lehrbücher haben und hier von diesem geballten Wissen sprichwörtlich erschlagen werden. Wenn diese Bücher hier eben auf dem Tisch liegen, auf einer Fläche liegen, üben die einfach von ihrer Masse her eine Kraft auf diesen Tisch aus, wo sie drauf liegen, und machen natürlich, üben auch Druck aus, dass das Ganze hier als, wie gesagt, Kraft pro Fläche entsprechend hier wiedergegeben werden kann. Das Ganze hat natürlich auch eine Einheit, und die Einheiten für den Druck werden heute angegeben in Pascal. Pascal ist eine SI-Einheit. SI-Einheit kommt von dem System International. Das ist im Prinzip das Einheitensystem, auf das man sich in der Wissenschaft geeinigt hat. Und ein Pascal ist definiert, abgekürzt mit PA, ist definiert als ein Newton pro Quadratmeter. Ja, das ist unsere übliche Einheit. Jetzt kommen wir aber gleich zu einem Problem, was wir allgemein in der Wissenschaft haben, dass es natürlich oftmals nicht nur eine Einheit gibt. Ich hatte gerade eben schon Grad Celsius und Fahrenheit genannt. Beim Druck ist es eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Wir haben eine ganze Menge andere Einheiten, alte Einheiten, auch welche, die noch im Prinzip genutzt werden und mit denen Sie allen auch immer noch, kann ich Ihnen versprechen, zu tun haben werden. Die noch im Einsatz ist und auch noch verwendet werden darf, ist die Einheit Bar. Ein Bar, das ist, wie es hier auf der Folie schon sehr schön steht. Das sind dann hier, wo man mal schaut, das ist also ein Bar. Ups, das kriege ich nicht genau hin. Schauen wir ein bisschen hier nochmal. So, jetzt. Also hier haben wir, das klappt nicht, doch. Hier haben wir ein Bar. Das sind 10 hoch 5 Pascal. Und das ist eine Einheit, die wir auch immer noch verwendet. Im Prinzip eine alte Einheit, die eigentlich nicht mehr verwendet werden sollte, ist die Atmosphäre. Das ist eine Atmosphäre, entspricht 101.325 Pascal, und eine Atmosphäre entspricht gleichzeitig wiederum 760 Millimeter Quecksilber. Das sind gleich 760 Torr. Auch das sind Einheiten, die eigentlich nicht mehr so in dieser Form verwendet werden sollen, aber diese, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, alle noch in der Art und Weise hier finden werden. Ja, an dieser Stelle ist es vielleicht ganz interessant und auch ganz wichtig, Sie sehen, wie oft Sie mit verschiedenen Einheiten zu tun haben, dass Sie sich auf Ihr Laptop, auf Ihr Handy oder auf Ihre Tablet-PCs einen Einheitenkonvertierer installieren, mit dem Sie auch hier entsprechend solche Umrechnungen erfolgreich durchführen können und vor allen Dingen, dass Sie es gleich richtig machen können. Ich werde Ihnen hier gleich mal einen solchen Einheitenkonvertierer zeigen, den ich hier auf meinem eigenen Telefon, auf dem eigenen Handy hier installiert habe. Ja, hier ist zum Beispiel ein solcher Einheitenkonverter, wie Sie ihn auf dem Handy oder auf dem Rechner oder auf dem Pad hier eben benutzen können. Hier sind zum Beispiel die Angaben, dass Sie hier gleich sehen, dass hier entsprechend Druck wird umgerechnet. Wir haben hier momentan die Umrechnung, dass eben ein Bar zum Beispiel im PSI umgerechnet wird. Das werden wir später nochmal sehen. Das sind eben Pounds per Square Inch, Einheit von den USA. Also ein Bar wären eben hier die entsprechende Größe in PSI, oder wir können zum Beispiel auch ein Bar in, was wir eben hier auch schon haben, in Millimeter Quecksilber umrechnen. Da sind unsere 750 Millimeter Quecksilber oder Torr zu sehen. Also so etwas ist empfehlenswert. Damit können Sie ganz hervorragend Ihre einzelnen Einheiten nicht nur für den Druck, sondern auch für andere Dinge eben entsprechend umrechnen. Ja, kommen wir zum Luftdruck. Der Luftdruck ergibt sich dadurch, dass wir die Atmosphäre haben, und wir haben hier, dass der Druck der Luft auf die Erde auch eben entsprechend einen Druck ausübt, und den kann man messen. Das wurde schon sehr früh gemacht. Sie sehen hier im Prinzip eine solche Messeinrichtung, die schon sehr früh verwendet wurde. Was man hier vorliegen hat, ist, dass man im Endeffekt hier ein Gefäß hat, was mit Quecksilber gefüllt ist, und in dem Gefäß befindet sich im Prinzip ein längeres Reagenzglas, eine Röhre, die eben oben zu ist, unten offen ist, die ursprünglich komplett mit Quecksilber gefüllt war. Dann wurde sie in dieses Quecksilbergefäß hier eingetaucht, und dann ist eben Quecksilber von hier oben,
hier durch seine Masse hier hinab abgesunken, aber nur bis zu einem bestimmten Teil. Das hier oben ist jetzt Vakuum und im Prinzip jetzt diese Differenz zwischen dem Meniskus hier oben und der Oberfläche von dem Quecksilbergefäß liegt bei 760 mm Quecksilber, wenn wir den normalen Luftdruck haben. Und das ist eben entsprechend der normale Luftdruck, den wir auf Meereshöhe bestimmen können. Sie sehen auch gleich jetzt hier, wo eben entsprechend diese Ausdrücke hergekommen sind. Das ist ein Barometer und im Prinzip jemand, der sich mit diesen Gerätschaften beschäftigt hat, das war der Herr Torricelli. Und aus diesem Grund sind solche Angaben Millimeter Quecksilber, dass das eben auch in Tor hier angegeben wird. Die Angaben Millibar kennen Sie aus der Wetterkarte. Wenn Sie heute Abend nochmal in den Nachrichten sich über das Wetter informieren, dann stellen Sie vielleicht fest, dass eben hier angegeben wird, dass wir ein Hochdruck- oder ein Tiefdruckgebiet haben. Und das ergibt sich daraus, dass unser normaler Luftdruck auf Meereshöhe liegt bei 1013,25 Millibar. Das ist im Prinzip natürlich nicht immer ganz konstant, aber das ist die Angabe, den Wert haben Sie eben auch schon mal gesehen. Das ist im Prinzip auch unsere Angabe für eine Atmosphäre. Und Sie haben eben, ja, können wir mal schauen, Sie können vielleicht gucken heute Abend, sehen Sie vielleicht in der Wetterkarte entsprechend, dass hier eine Angabe ist, dass wir zum Beispiel ein Hochdruckgebiet haben, wo Sie 1020 Millibar eben als Druck hier vorfinden. Das sind also Angaben, wie Sie die entsprechend kennen. Und wir wollen auch mal den Luftdruck im Prinzip in einem Experiment hier mal sichtbar machen. Dazu habe ich Ihnen hier einen Versuch mitgebracht, den die meisten von Ihnen schon mal kennen. Da wollen wir mal kurz uns das hier einem Experiment mal ein bisschen genauer anschauen. Was ich hier habe, ist im Prinzip ein Glasgefäß, auf dem befindet sich schon sehr schön eine Karte, Do not remove this card. Und was Sie eben entsprechend kennen, ist, wenn ich dieses Glasgefäß hier auffülle mit Wasser, machen wir das mal. Also wir füllen das Glasgefäß gut mit Wasser auf. So, ja, jetzt läuft es gleich über, genau. So, wenn das alles vollgefüllt ist bis zum Rand, dann können wir die Karte hier drauf tun. Und dann kennen Sie das Ganze, wir können das dann erfolgreich hier umdrehen. Und wenn alles gut geht, genau, sollte auch richtig sein, wir haben Luftdruck, dann sehen Sie natürlich hier, dass entsprechend der Luftdruck die Karte hier festhält. Ja, was passiert natürlich, wenn man die Karte wegnimmt, dann sollte das Wasser hier entsprechend auch entsprechend rauskommen. Das tut es aber nur sehr bedingt. Wir sehen also eine kleine Kraft, die sich hier beinhaltet, zeigt, dass man das Wasser auch noch so festhalten kann. Ja, das ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, dass das Ganze hier ein kleiner Trick ist. Das Wasser läuft auch wieder ganz normal aus, also das geht schon. Aber da ist eine kleine Spielerei natürlich hier mit eingebaut, dass es nicht sofort abfließt. Der erste Teil, wie gesagt, ganz normal, Luftdruck, der eben hier das Wasser entsprechend festhält und deswegen das Wasser nicht aus dem Gefäß herausnimmt. Der zweite Teil war ein kleiner Trick, dem wir aber nicht verraten dürfen, wie es natürlich genau abläuft, dass man das Wasser auch an der Stelle noch hier trotzdem wegnehmen der Karte hier drin hält. Ja, das ist illustrativ ganz deutlich gezeigt, wie der Luftdruck abläuft. Jetzt wollen wir uns das wieder weiter anschauen, was das für Effekte hat, wenn wir uns hier mit dem Luftdruck ein bisschen für unsere Aggregatzustände genauer beschäftigen. Vielleicht noch die Druckmessungen im Alltag, mit denen Sie auch eventuell zu tun haben. Ist eine Sache natürlich, dass Sie den Blutdruck messen können oder auch gemessen bekommen, um zu checken, wie gesund Sie sind, wie fit Sie sind. Das Bild, was Sie hier sehen, das ist ein alter Blutdruckmesser, den Sie hier haben. Und in dem alten Blutdruckmesser, da kann man erkennen, ist nicht ganz so gut zu sehen auf dem Bild, aber ich hoffe, Sie können es trotzdem erkennen, ist hier Quecksilber drin. Und hier wurde tatsächlich mit dem Blutdruckmessgerät eben entsprechend Millimeter Quecksilber gemessen. Waren wirkliche Quecksilbermengen, die hier gemessen wurden. In einem etwas moderneren Blutdruckmessgerät, das hier ist ein Blutdruckmessgerät, was ja auch schon inzwischen wieder 25 Jahre alt ist. Auch hier sehen Sie, wenn man hier drauf geht, an dem Gerät hier werden inzwischen mit Zeigern gemessen, das heißt, hier ist kein Quecksilber mehr drin, aber wenn man hier sehr genau rangeht und sich anschaut, in welchen Einheiten das gemessen wird, dann sind das auch Millimeter Quecksilber, obwohl es jetzt hier über die Zeiger gemacht wird, das heißt, man hat hier keine Umrechnung gemacht, sondern gibt es den gleichen Angaben und selbst wenn Sie heute ein modernes Handy nehmen und dort ein Blutdruckmessgerät anschließen, auch dort werden Sie Ihren Blutdruck in Millimeter Quecksilber angegeben finden, da hat sich nichts dran geändert, obwohl man sich eigentlich auf andere Druckeinheiten inzwischen eingestellt hat. Die andere Variante, wo Sie Druckmessungen machen im Alltag, ist, wenn Sie eben höheren Druck bestimmen wollen, ist, wenn Sie Ihr Auto oder Ihr Fahrrad mal wieder den Reifen aufpumpen müssen. Dann haben Sie auch dort ein
In dem Fall ein Manometer, was Ihnen anzeigt, wie groß der Druck ist, den Sie haben. Hier beim Fahrrad zum Beispiel, bei der Fahrradluftpumpe, bei den etwas besseren, da sehen Sie auch ganz gut, wie das Manometer das anzeigt. Hier finden Sie dann zum Beispiel auch wiederum auf diesem Manometer, neben den üblichen Angaben wie zum Beispiel Bar, finden Sie auch PSI. Da haben wir schon wiederum, das ist die amerikanische Einheit, die Sie dort finden. Wenn Sie in den USA sind, arbeiten Sie nur mit der Einheit. Das sind Pounds per Square Inch. Das war das, was ich Ihnen vorhin auch kurz auf dem Einheitenkonvertierungsprogramm kurz gezeigt habe. Also auch mit solchen Einheiten haben Sie ständig zu tun, auch im Alltag, und müssen damit auch rechnen und damit auch arbeiten. Ja, eine Sache, Wasser kochen bei unterschiedlichem Luftdruck. Das ist genau nämlich da, wo das jetzt hineinkommt. Wann kocht Wasser? Wann siedet Wasser, korrekt gesagt? Wasser siedet eben nicht immer nur bei 100 Grad Celsius, sondern wenn wir eben entsprechenden Luftdruck verändern, haben wir unterschiedliche Bedingungen. Gehen wir zum Beispiel hier zum Wandern in die Berge. Hier ist ein 3000er, ein etwas über 3000 Meter hoher Berg gezeigt. Und wenn wir dort Wasser kochen, dann stellen wir fest, dass wir natürlich einen geringeren Luftdruck vorliegen haben. Und beim geringeren Luftdruck finden wir, dass Wasser niedriger siedet. Also es kocht hier deutlich unter 100 Grad Celsius. Und wenn wir zum Beispiel halt eben ganz sportlich sind und es schaffen, auf den Mount Everest hochzugehen und wollen oben auf dem Mount Everest Wasser kochen, das können wir tun. Aber das Problem, was wir haben, ist, dass auf dem Mount Everest mit seinen 8850 Metern, die er hat, haben wir nur noch ungefähr ein Drittel des Luftdrucks von der Meereshöhe. Und das bedeutet, dass Wasser bereits bei 70 Grad Celsius hier siedet. Das hat eine unmittelbare Konsequenz. Wenn Sie nämlich auf dem Mount Everest dann ein Ei kochen, dann haben Sie zum Beispiel die Geschichte, dass Sie hier, wenn Sie Ihr schönes Hühnerei, das ist ein rohes Hühnerei, wenn Sie das entsprechend hier nehmen wollen und wollen das auf dem Mount Everest kochen, dann können Sie das zwar, wie gesagt, in siedendes Wasser werfen, das kocht aber nur bei 70 Grad Celsius und das bedeutet, dass Ihr Hühnerei nicht gut oder gar wird, weil einfach das nicht ausreicht von der Temperatur, um das Eiweiß komplett zu denaturieren und Sie das ein schönes Frühstücksei kriegen. Das funktioniert tatsächlich dann dadurch nicht. Ich möchte Ihnen auch nochmal im Prinzip zeigen, wie so ein Kochvorgang bei sehr niedrigem Luftdruck aussieht. Auf dem Mount Everest müssen Sie deswegen nicht mit mir gleich kommen, obwohl es dort wahrscheinlich auch ganz interessant wäre, aber es ist nicht ganz so ungefährlich, die ganze Geschichte. Wir machen das mal im Versuch, indem wir mal uns anschauen, wie es aussieht, wenn wir Wasser bei verringertem Luftdruck zum Kochen bringen. Und da haben wir im Prinzip das Experiment. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Ja, hier haben wir den Aufbau. Da ist im Endeffekt ein Thermometer, das zeigt 20 Grad Celsius. Wir haben ein Druckmessgerät und das Druckmessgerät zeigt uns in Millibar an, also momentan so ungefähr 1000 Millibar. Jetzt beginnt die Vakuumpumpe zu arbeiten, sie zieht den Druck runter. Wir haben im Endeffekt, dass der Druck kleiner wird, jetzt sind wir schon unter 200. Das Ganze wird jetzt langsamer, die Pumpe zieht immer stärker. Und ja, wir gehen weiter runter, das geht dann zum Schluss ein bisschen langsamer. Hier unten in dem Glaskolben ist eine kleine Menge Wasser mit dem Thermometerfühler. Und wir sehen deutlich, dass hier bei 20 Grad Celsius, wenn das Vakuum groß genug bzw. der Luftdruck klein genug wird, dann fängt auch Wasser direkt unter Vakuumbedingungen bei 20 Grad Celsius bereits zu kochen an. Also wir können wirklich auch Wasser bei 20 Grad Celsius oder sogar bei niedrigeren Temperaturen zum Kochen bringen. Kochen in dem Sinne für Lebensmittel können Sie natürlich nichts mehr. Haben wir schon bei dem Ei bei 70 Grad. Und wenn Sie 20 Grad nehmen zum Wasser kochen, dann geht das natürlich auch nicht. Umgekehrt ist, wenn Sie den Luftdruck erhöhen, das können Sie jetzt in der Umgebung nicht so ganz, aber in der Küche kann man das ganz gut machen. Ein bisschen weniger verbreitet ist inzwischen ein Dampfkochtopf oder ein Schnellkochtopf, wie man die auch nennt. Solche Schnellkochtöpfe, hier ist einer gezeigt, der gerade hier in Aktivität ist. Man kann hier mal ganz kurz sehen, das ist halt eben ein Topf, der fest verschlossen ist. Und Sie sehen, in diesem Topf sieht man hier oben, da ist das Ventil. Und dieses Ventil ist im Endeffekt, wo der Druck auch herausgelassen wird. Wenn man das Ganze sich hier ein bisschen genauer halt hier eben anschauen möchte, wie sowas aufgebaut ist. So ein Schnellkochtopf hat einen Druck von, der alte hier hat etwa einen Druck von 1,8 Bar. Wir haben in dem Fall jetzt hier mit moderneren, die gehen auch bis auf 2 Bar hoch. Wenn wir den Schnellkochtopf hier uns anschauen, dann stellen wir fest, dass das Wasser in dem Fall erst etwa bei 116 Grad Celsius kocht. Und das hat eine Konsequenz, dass nämlich unser Essen viel schneller gekocht wird. Die Zeit für das Kochen ist viel kürzer und damit natürlich auch ein Energiespareffekt, den wir bekommen.
Es gibt eine Faustregel, hier lernen Sie gerade eine ganz gute Sache, insgesamt für Reaktivitäten und auch für die Chemie, aber auch insgesamt für andere Reaktionen. Man kann allgemein sagen, lässt sich aus der physikalischen Chemie ganz einfach herleiten, es gilt, wenn Sie Veränderungen der Temperatur um 10 Grad machen, sprich, wenn Sie die Temperatur um 10 Grad erhöhen, dann wird die Reaktionsgeschwindigkeit in etwa verdoppelt. Und wenn Sie also hier, nehmen wir an, wir tun das Wasser hier sogar nur auf 110 Grad erhitzen durch die Erhöhung vom Druck, dann haben wir im Prinzip, dass unsere Kartoffeln zum Beispiel halt bereits in der Hälfte der Zeit hier fertig gekocht sind. Also man kann hier extrem viel schneller arbeiten und deswegen wird natürlich auch so etwas ganz gerne gemacht. Wichtig ist eben diese 10-Grad-Regel, das ist eine ganz wichtige Sache insgesamt für Reaktivitäten von allen chemischen Reaktionen, auch in unserem Körper. Ja, jetzt haben wir im Prinzip eine ganze Menge gesehen. Ich denke, man kann ganz deutlich sehen, dass man so im Alltag doch recht gut einige Sachen auch für die Wissenschaften heranziehen kann. Das ist auch das, was die Wissenschaft ausmacht. Neugier, Dinge beobachten, heranziehen und ein bisschen genauer gucken. Wir haben das jetzt ein bisschen qualitativer beschrieben, das heißt halb quantitativ, wir haben auch schon ein paar Daten genommen. Man kann so etwas natürlich jetzt auch ganz exakt bestimmen, dass wir solche Daten auch mal exakt formulieren und bekommen. Und das wird zum Beispiel gemacht, dass man halt solche genauen Daten misst mit den Apparaturen. Eben haben sich schon so eine gesehen, wo wir das Wasser gekocht haben, mit der Temperaturfühlung, mit dem Druckmesser. Und solche genaue Messungen für die Veränderung von Druck und Temperatur wurden durchgeführt. Und wenn man das macht, dann kann man im Prinzip Diagramme aufstellen, die uns sagen, bei welchen Werten jetzt zum Beispiel das Wasser fest, flüssig, gasförmig ist, in welchen Bereichen, was der Druck und die Temperatur ausmachen, das wir eigentlich immer wissen, in welchem Bereich wir uns hier befinden für diese Angaben, wie sich das Wasser zu den bestimmten Druckbedingungen oder Temperaturbedingungen verhält. Und das Ganze nennt man ein Phasendiagramm, weil hier die unterschiedlichen Phasen beschrieben werden, dass es Übergänge geben kann von einer Phase in die andere. Das heißt zum Beispiel von der festen Phase in die flüssigen Phase, dass also Eis zum Beispiel schmilzt und wird flüssig. Sie kennen im Prinzip ein zweiphasiges Gemisch, wäre zum Beispiel schon mal hier unser Glas mit einem Cola-Getränk. Da sind Eiswürfel mit dabei und wenn Sie hier im Prinzip so ein Eiswürfelgetränk haben, dann haben Sie zwei Phasen, die flüssige Phase und Sie haben die feste Phase. Und das ist eben, was man in einem Phasendiagramm dann genauer beschreiben kann für einen Stoff. Das wäre dann, wenn das nicht die Cola wäre, sondern Wasser, hätten wir hier ein Zwei-Phasen-Gebiet und wir wollen uns ein bisschen interessieren, wie das genauer aussieht. Wenn man die Auswertung eben von solchen exakten Messungen macht und das Phasendiagramm aufstellt, dann wollen wir uns das mal für das Wasser ein bisschen genauer anschauen. Hier im Phasendiagramm für Wasser tragen wir auf den Druck in Kilopascal gegen die Temperatur. Und dann wurde gemessen, wann ist Wasser flüssig, wann ist Wasser fest, wann ist Wasser gasförmig, wie gehen die Temperaturen eben ein in die Übergänge der Phasen. Und hier sind die unterschiedlichen Phasen angegeben. Hier oben haben wir fest als Angabe, das heißt hier haben wir, also im Endeffekt hier oben ist der Bereich hier drin, der hier in diesem Gebiet ist, das ist die feste Phase. Dann haben wir hier nebendran ist die flüssige Phase und das Ganze ist dann noch hier unten begleitet, dass wir in dem anderen Gebiet die gasförmige Phase haben. Und diese Linien charakterisieren eben die Phasenübergänge. Und hier oben ist vielleicht dir nochmal explizit zeigen. Hier haben wir zum Beispiel den Übergang, dass wenn wir vom festen in den flüssigen Zustand wollen, dann müssen wir das kreuzt sich hier quasi an dieser Linie hier. Da ist im Endeffekt, wo wir diesen Übergang haben, wo das vom festen in den flüssigen Zustand geht oder umgekehrt, dass wir vom flüssigen zum festen Zustand hier kommen. Das andere gilt natürlich für, wenn wir Wasser kochen, dann haben wir einmal, dass wir es verdampfen können und das andere ist kondensieren, wenn es aus dem Gaszustand wieder zum Flüssigen wird. Auch das ist eine Beobachtung aus dem Alltag. Wenn Sie einen Kochtopf zum Beispiel mit einem Glasdeckel haben, sehen Sie ganz gut, wenn Wasser kocht, wie das Wasser auch wieder entsprechend zur Flüssigkeit wird und am Deckel kondensiert. Unser normaler Luftdruck, das sind die 101,3 Kilopascal, die wir haben. Und wenn wir die haben, dann gilt natürlich, dass wenn wir das uns anschauen, dass bei 0 Grad Celsius, wenn man die Linien hier entsprechend sich betrachtet, sehen wir, dass dort im Prinzip unser Punkt ist, wo unser Wasser gefriert bzw. taut, wenn man je nachdem, welche Richtung man sich bewegt. Und natürlich, was dazu gehört, ist die 100 Grad. Bei dieser Temperatur geht Wasser in den Gaszustand über. Und was wir jetzt auch ganz schön sehen können, ist in dem Diagramm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Dampfkochtopf haben, dann erhöhen wir den Druck. Oder wenn wir am Mount Everest sind, dann erniedrigen wir den Druck. Und wenn man dort dementsprechend die Linien zieht für den Druck, den wir haben, also einmal für einen höheren Druck, dann sehen wir natürlich, dass das Wasser jetzt bei einer höheren Temperatur als 100 Grad Celsius siedet.
Und umgekehrt, wenn Sie den Mount Everest haben, dann sehen Sie eben, dass das Wasser hier bei einer Temperatur kleiner als 100 Grad Celsius siedet. Das beschreibt eben sehr gut das Phasendiagramm vom Wasser. Das können Sie im Prinzip fast für alle Stoffe auftragen, wird auch gemacht für viele Stoffe, damit Sie sehr genau wissen, wie sich solche Systeme im Genauen exakt verhalten. Was noch interessant ist, ist vielleicht noch dieser Punkt hier in der Mitte, den sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Das ist hier der sogenannte Trippelpunkt. Da kreuzen sich all die drei Linien und dieser Schnittpunkt von den drei Linien ist ein Punkt, wo tatsächlich Wasser in allen drei seinen Aggregatzuständen gleichzeitig vorliegt. Das heißt, Sie haben Feststoff, Flüssigkeit und Gaszustand, das heißt Eis, Wasserdampf und Wasser liegen an diesem Punkt hier vor. Gut, Besonderheiten Wasser. Wasser ist ein bisschen ungewöhnlicher Stoff. Das hat eine ganze Menge an Besonderheiten. Einige Sachen möchte ich Ihnen nennen. Ein Punkt, auf den wir hier noch nicht so genau eingehen können, ist aber für den Chemiker oder den Physiker ist es eigentlich sehr ungewöhnlich, dass Wasser überhaupt unter Normalbedingungen flüssig ist. Nach dem, was wir eigentlich kennen aus anderen Experimenten oder aus den Erfahrungen, müsste es gasförmig sein. Es ist aber im Gegensatz zu den anderen Stoffen, die auch wirklich gasförmig sind unter den Bedingungen, ist es eine Flüssigkeit. Das ist für uns auch lebenswichtig. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Ist aber eine ganz spannende Frage. Eine Sache, was Sie alle kennen, haben wir eben auch auf dem Bild gesehen, ist, dass Eis auf Wasser schwimmt. Die Dichte von Eis ist kleiner als die vom flüssigen Wasser. Und das hat zur Folge eben bei unserem Cocktail, dass das Eis oben schwimmt. Aber wir haben auch immer einen Tümpel, dass der eben von oben friert und nicht von unten nach oben friert. Das ist für die Biologie ganz wichtig, dass wir natürlich hier an der Stelle vorfinden, dass es eben nicht einfach alles uns komplett zufriert an der Stelle. Wir haben dann weiterhin, dass der Schmelzpunkt unter Druck erniedrigt wird. Das ist auch etwas Ungewöhnliches. Also wenn ich Eis unter Druck setze, dann wird es zu Wasser. Es schmilzt, wenn ich genügend Druck anwende. Das ist bei den meisten Stoffen anders. Bei den meisten Stoffen ist es so, wenn ich die unter Druck setze, werden die fest. Und das hat eine Konsequenz, die man erkennen kann, wenn wir gleich mal sehen, von wegen im Phasendiagramm. Und das Letzte, was wir noch haben, ist, dass wir Wasser haben, was sich beim Gefrieren ausdehnt. Auch da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Schauen wir uns erst nochmal an, den Schmelzpunkt, der unter Druck erniedrigt wird. Wie kann man das erklären? Dann nehmen wir nochmal unser Phasendiagramm. Und wenn wir uns nochmal im Phasendiagramm anschauen, wie das aussieht, dann sehen wir hier oben, da ist, wenn ich rübergehe, diese Linie hier, die geht hier nach links rüber und das hat zur Konsequenz, wenn ich also den Druck erhöhe, dann komme ich irgendwann und schneide die Linie und das ist, was ich gesagt habe, dass dann an der Stelle natürlich dann eben das Wasser schmilzt, wenn der Druck entsprechend erhöht wird. Das kann man auch sehen in der Abbildung. Hier ist mal für einen Fall eben eingezeichnet. Wenn wir eben von unserem normalen Luftdruck ausgehen und erhöhen dann entsprechend den Druck auf das Eis, dann sehen wir, dass das Ganze anfängt zu schmelzen. Ganz interessant ist vielleicht, lange Zeit war im Prinzip gesagt worden, dass das auch verantwortlich ist dafür, dass wir mit den Schlittschuhen auf dem Eis uns bewegen können. Das ist nicht der Fall. Das kann man ganz gut in der Physik mal nachrechnen. So viel Druck, also egal wie viel Sie wiegen, aber so viel können Sie mit Ihren Schlittschuhen nicht aufs Eis übertragen, dass es bereits zum Schmelzen kommt und dass Sie damit Schlittschuh laufen. Das ist nicht der Grund. Das sind andere Gründe, die Sie in der Physik genauer erläutert bekommen, was es ausmacht. Aber das ist, wie gesagt, finden Sie immer noch in vielen Büchern oder irgendwo wird das angegeben, ist aber nicht korrekt. Lassen Sie mich noch zu der anderen Besonderheit kommen, dass Wasser sich beim Gefrieren ausdehnt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn Eis gebildet wird, dann nimmt es einen größeren Raum ein. Und das wollen wir uns mal an einem ziemlich illustrativen Beispiel mal anschauen. Dazu werden wir uns mal angucken, wie eine Eisenkugel mit Wasser gefüllt einfriert. Und das schauen wir uns mal genau bei dem Experiment hier an. Also hier haben wir die Eisenkugel, die wird gerade mit Wasser aufgefüllt. Bis zum Anschlag wird dann zugeschraubt mit einer dicken, festen Schraube. Sie sehen auch, wie dick im Prinzip die Eisenkugel selber ist, wie massiv. Damit das Einfrieren ein bisschen schneller geht, als dass wir das nur knapp unter 0 Grad hier halten, packen wir das Ganze in ein wesentlich kühleres Kältemedium hinein. Das erzeugen wir, indem wir Aceton mit Trockeneis mischen werden. Sie werden gleich sehen, die Vorbereitung der Kältemischung. Das wird hier gemacht. Trockeneis wird in Aceton eingebracht und bei der Gelegenheit wird die Lösung hier eben entsprechend sehr stark abgekühlt. Und in diese Kältelösung, Kältemischung, geben wir natürlich jetzt hier unsere Eisenkugel. Das Wasser beginnt zu gefrieren. Sie sehen die Kugel dort in der Mitte. Wir haben das ein bisschen im Zeitraffer und Sie sehen gleich, was passiert. Gut, ich denke, das war sehr eindrucksvoll und deutlich, dass man gesehen hat, was für eine Kraft Wasser hat.
wenn es eben eingeschlossen ist und hier unter 0 Grad abgekühlt wird, wie die Sprengkraft von einfach nur dem Einfrieren vom Wasser hier erfolgt. Also, das sind etwas die Besonderheiten vom Wasser, die wir kennengelernt haben. Wir wollen uns nochmal allgemein die Aggregatzustände ein bisschen anschauen. Wir haben hier an der Stelle nochmal das Gas, die Flüssigkeit, den Feststoff und die Umwandlung ineinander haben wir jetzt kennengelernt, zum großen Teil jedenfalls. Flüssigkeit zum Feststoff kennen wir als ist das Erstarren. Feststoff zur Flüssigkeit ist das Schmelzen. Auf der anderen Seite Verdampfen und Kondensieren, wenn sich Flüssigkeit in Gas oder Gas in Flüssigkeit umwandelt. Und worauf wir einen kleinen Moment später noch eingehen werden, ist, wenn ein Feststoff in ein Gas direkt übergeht, dann nennen wir das Sublimieren. Und wenn ein Gas in einen Feststoff übergeht, dann nennen wir das Ganze Resublimieren. Wenn wir nochmal, bevor wir uns mit der Sublimation genauer beschäftigen, nochmal kurz aufs Wasser zurückkommen, wo wir ja auch solche Punkte nochmal haben, die gegenseitige Umwandlung, möchte ich nochmal eine Sache betonen, das beim Wasser ganz wichtig ist, was eigentlich immer so im Alltag so ein bisschen falsch ausgedrückt wird. Wasserdampf, also gasförmiges Wasser, ist unsichtbar. Ich hatte das vorhin schon mal genannt, hier im Hörsaal haben wir Wasserdampf, den sehen Sie aber nicht. Was Sie sehen manchmal, das ist, wenn Wasser bereits kondensiert ist, wie hier aus dem Flugzeugfenster auf die Wolken herab, genauso wie wenn Sie morgens unter der Dusche waren, im Badezimmer, wenn Sie so im Nebel stehen, sprichwörtlich, dann ist das kein Wasserdampf, sondern Sie haben hier an der Stelle tatsächlich bereits Wasser, was wieder auskondensiert ist und halt feinst verteilt im Raum hier in Form von diesem Nebel vorliegt. Wenn Sie die Umwandlung der Aggregatzustände beim Wasser, wird ganz gerne auch angewandt. Gerade hier für die Umwandlung werden solche Schneekanonen eingesetzt. Hier eine Schneekanone im Sommer, hier noch zu wenig Nutze. Im Winter aber im Endeffekt, wo man eben aus Wasser, was eben durch verschiedene Methoden umgewandelt werden kann in der schnellen Möglichkeit, dass Sie einen Feststoff bekommen, in dem Fall Schnee. Das ist natürlich eine wichtige Sache, wenn Sie eine Piste wieder neu bestreuen wollen mit Schnee. Und das wollen wir uns mal im Einsatz hier genauer angucken, wie das im Winter aussieht. Also Sie haben gesehen, diese Schneekanone macht einen Heidenlärm und ist natürlich entsprechend hier verantwortlich für die Umwandlung, dass wir Wasser in festes Wasser, in dem Fall in Schnee, umwandeln können. Der Punkt vorhin im Phasendiagramm, den Sie sich angeschaut haben, ist vielleicht etwas weniger bekannt, ist die Sublimation. Die Sublimation, der Übergang, dass etwas ohne zu schmelzen in den Gaszustand geht, kommt für einige vielleicht ein bisschen überraschend, wenn Sie das nicht schon mal in der Schule gemacht haben. Sublimation ist, wie gesagt, der Vorgang, dass Sie hier einige Stoffe haben, die können direkt übergehen in den gasförmigen Zustand, ohne dass sie flüssig werden. Bekannteste Beispiel, das dürften auch einige von Experimenten vielleicht schon kennen, das ist das Trockeneis. Hier ist mal ein Bild von so einer Trockeneispille, die wir gepresst haben, wo Sie so ein Stück Trockeneis sehen. Und das Trockeneis heißt nicht umsonst Trockeneis. Normales Eis, wenn Sie das auf die Hand nehmen, schmilzt das, es wird zu Wasser. Während das Trockeneis, wenn Sie das in die Hand nehmen würden, würden sich abgesehen verkühlen, das ist minus 78 Grad Celsius kalt. Aber wenn Sie es auf dem Handschuh nehmen, dann verdampft das einfach, es wird nicht flüssig, sondern es geht sofort aus dem festen Zustand in den Gaszustand über. Bei dem Trockeneis kann man das nicht ganz so gut sehen, aber wir haben noch einen anderen Stoff, der sehr gut die Sublimation zeigt, und das ist das Jod. Und da haben wir auch ein Experiment nochmal vorbereitet, dass wir Ihnen zeigen wollen, wie so eine Sublimation aussieht. Und beim Jod schauen wir uns das jetzt mal genauer an, wie ein Stoff direkt vom Festzustand in den Gaszustand geht und umgekehrt. Schauen wir uns das Experiment mal genauer an. Also hier geben wir erstmal festes Jod vor. Das feste Jod wird mit dem Bunsenbrenner erhitzt und man sieht bereits nach relativ kurzer Zeit entstehen gasförmige Joddämpfe. Und man kann es hier nicht so gut sehen, es sieht leider so ein bisschen aus, fast als ob es flüssig wäre, ist es aber nicht. Das Jod geht direkt in den Gaszustand über und da der Gaszustand hier intensive violette Dämpfe sind, kann man das auch ganz gut erkennen. Was man auch erkennt, ist, dass eben diese Dämpfe sich hier an dem, da oben drüber ist ein Kolben, hier sieht man die Dämpfe sehr gut, und hier an dem Kolben sieht man wieder ausgeschiedenes Jod. Es hat sich also aus dem Gaszustand wieder festes Jod abgeschieden, was hier in Form von Kristallen an dem Kolben ausgebildet wurde. Das ist eine Sublimation. Sie werden sowas später auch im Praktikum bei uns hier durchführen, mal selber machen. Das ist, wie man einen Stoff zum Sublimieren bringen kann, wenn das eben entsprechend einfach geht, wie es zum Beispiel beim Trockeneis und beim Jod der Fall ist. Das ist eine Möglichkeit,
zum Beispiel Stoffe auch zu trennen. Wir werden später noch Trennverfahren machen. Das ist eine Möglichkeit zu zeigen, wie ein Stoff von Verunreinigung abgetrennt wird. Zum Beispiel Jod mit Kochsalz gemischt, könnte man das Jod zum Beispiel durch Sublimation sehr schön davon abtrennen. Ganz wichtig ist, dass auch Wasser sublimiert. Das ist eben im Prinzip der Grund, warum tiefgefrorene Wäsche im Winter, also man kann Wäsche raushängen, tiefgefroren, und trotzdem trocknet die, weil das Wasser in dem Fall auch unter den Bedingungen sublimieren kann. Das heißt, das feste Wasser, das Eis, geht direkt in den Gaszustand über. Und es dauert zwar alles ein bisschen, aber nach einer Weile ist auch die Wäsche auch im Winter, obwohl sie steif gefroren war, ist getrocknet. Und das ist eine Sublimation. Wir wollen uns ganz gerne mal die molekulare Betrachtung von Aggregatzustand machen. Wir haben jetzt momentan das Ganze makroskopisch betrachtet und wir werden immer wieder mikroskopisch und makroskopisch ein bisschen vergleichen. Wenn wir uns Stoffe anschauen wie Wasser, dann stellen wir fest, dass es aus kleinsten Teilchen aufgebaut ist. Das sind die Wassermoleküle, H2O kennen Sie sowieso, das ist natürlich im Prinzip eigentlich das Molekül, was allgemein bekannt ist. Die chemische Formel vom Wasser, H2O, steht aber für den Stoff Wasser, aber auch natürlich für ein einzelnes Molekül. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Zustände sind, wenn wir einen Festzustand haben, dann werden wir feststellen, dass die Teilchen vom Wasser sehr fest miteinander verbunden sind. Oder insgesamt gilt das für einen Festzustand. Beim Eis, beim Wasser, ist eben, dass die Moleküle hier miteinander fest verbunden sind. In der Flüssigkeit sind die Teilchen bereits beweglich, sind aber immer noch in Wechselwirkung miteinander und sind durch diese größere Beweglichkeit eben in der Form, dass man diese Phase eben flüssig bezeichnet, also es ist eine Flüssigkeit. Wenn die Teilchen eigentlich keine Abhängigkeit mehr voneinander haben, also keine Wechselwirkungen, keine Bindungen mehr zeigen und unabhängig voneinander sich bewegen, dann sind die eben im gasförmigen Zustand. Das ist in Betrachtung über den Molekularzustand, wie die Dinge im Mikrokosmos aussehen. Man kann sich das nochmal mit einer einfachen Abbildung hier anschauen. Wir sehen hier nochmal auf der Abbildung, wenn man hier schaut, da haben wir im Prinzip hier einmal die feste Anordnung sehr geordnet, sehr systematisch aufgebaut. Flüssig sehen wir, dass das Ganze viel lockerer aufgebaut ist und gasförmig sind die Teilchen eben entsprechend hier alle frei beweglich in dem Gefäß hier unterwegs. Auch da kann man das Ganze nochmal ein bisschen genauer auch beschreiben. So ein bisschen exakter ist die Geschichte, dass wir die Wechselwirkung uns anschauen. Und die Wechselwirkung besteht darin, dass wir eine innere Kraft haben oder innere Kräfte. Das sind die chemischen Bindungen oder die Bindungen insgesamt zusammen. Und das kann man natürlich auch als Bindungsenergie beschreiben. Kürzen wir mal ab mit EIN als innere Energie, die wir hier haben. Und wir haben natürlich die kinetische Energie. Das ist die Energie, die die Teilchen aufweisen, weil sie in Bewegung sind, die sie bekommen, dass die Ganzen natürlich auch hier nicht ruhig auf der Stelle bleiben, weil sie zum Beispiel thermisch angeregt sind. Das Ganze wird von der Temperatur natürlich sehr stark abhängig sein. Wenn wir einen Festzustand haben, dann ist es eindeutig so, dass die Bindungskräfte überwiegen gegenüber der Bewegungsenergie. Die Teilchen schwingen vielleicht noch ein bisschen auf ihren Plätzen, sind aber miteinander fest in der Struktur vereint und zeigen deswegen halt eben eine solide Phase, sind eine Festsubstanz. Bei der Flüssigkeit finden wir, dass das Ganze bereits wesentlich gelockerter ist, trotzdem sind noch Wechselwirkungen und hier ist es so, dass die beiden Kräfte, die innere, die chemische Bindung, die Bindungskräfte sind ähnlich wie die kinetischen Kräfte, das heißt, es ist relativ ausgeglichen. Bei der gasförmigen Form haben wir, dass die kinetische Energie bereits deutlich größer ist als die Bindungsenergien und deswegen die Teilchen sich natürlich hier ganz frei im Raum bewegen können. Hier ist nochmal die molekulare Betrachtung von der Temperatur und vom Druck, mit dem wir uns beschäftigt haben. Auch hier sehen wir nochmal so ein System, wo im Prinzip die Teilchen sich frei bewegen können. Und die Teilchen können hier an der Stelle natürlich sich sehr schnell und unterschiedlich bewegen. Und je höher die kinetische Energie von dem Ganzen ist, desto höher ist die Temperatur. Genauso finden wir natürlich, dass die Teilchen hier mit der Wand zusammenstoßen. Die stoßen untereinander miteinander zusammen und bewegen sich hier. Und das macht natürlich eben, dass es eine Impulsübertragung gibt. Kraft wird auf die Gefäßwand ausgeübt. Und das Ganze merken wir natürlich, dass wir hier eben entsprechend einen Druck in dem System haben. Und der Druck ist eben abhängig von der kinetischen Energie und von der Anzahl der Teilchen hier drin. Eine Sache, was wir indirekt hier auch gleich schon mit dabei lernen, ist, dass solche Begriffe wie Druck
und auch Temperatur natürlich Dinge sind, die sich auf eine große Anzahl von Teilchen beziehen. Also von der Temperatur von einem einzelnen Molekül zu sprechen oder von dem Druck eines einzelnen Moleküls macht wenig Sinn. Das sind makroskopische Größen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Die Temperatur kommt eben durch die Bewegung von den Teilchen zustande, genau wie der Druck, was wir hier haben. Und das macht im Endeffekt unsere makroskopischen Betrachtungen dann hier zum Schluss aus, was wir sehen. Aber das ist das, was auf der mikroskopischen Ebene passiert, dass diese Teilchen sich hier entsprechend in der Form bewegen. Ja, Zählen von Teilchen. Wir wollen ja vielleicht, nachdem wir schon auf dem Mikrokosmos hier gelandet sind, wollen wir natürlich auch mal ganz gerne wissen, wie viele Teilchen, zum Beispiel wie viele Wassermoleküle haben wir wo. Und das wollen wir natürlich mal gucken. Fragen wir uns zum Beispiel mal, wenn wir Wassermoleküle uns anschauen. Und wir nehmen zum Beispiel hier ein Reagenzglas. Ich habe auch ein Reagenzglas hier mal mitgebracht, was ich Ihnen mal kurz zeigen werde. Ich habe das also hier, nehmen wir das Reagenzglas mal hier heran und ich hoffe, man kann es halbwegs sehen. Ich halte mal vielleicht die Hand dahinter, dass man es nochmal ein bisschen sieht. Das hier sind jetzt momentan, wie auf der Folie aufgeschrieben, das sind 18 Milliliter Wasser. Da die Dichte vom Wasser entsprechend 1 ist, es sind auch 18 Gramm oder 18 Milliliter Wasser. Und als guter Chemiker, nach einem guten Chemiestudium, wenn ich mir das genau anschaue, kann ich sagen, also vielleicht ein bisschen mit einem Fehler, wie eins gefüllt das ist, kann ich Ihnen mit einem Blick sagen, das sind hier 6,02 mal 10 hoch 23 Wassermoleküle, die hier drin sind. Die habe ich jetzt mal ganz schnell gezählt und das kann ich Ihnen sagen, wie das hier zustande kommt. Also, man kann natürlich solche Moleküle nicht einfach abzählen, ich kann die natürlich nicht erkennen, aber es gibt Möglichkeiten, Verfahren, wie man tatsächlich einzelne Moleküle oder die Anzahl der Moleküle bestimmt. Und das wollen wir uns im Folgenden mal anschauen. Und für dieses Molekülzählen ist ganz wichtig, da haben wir die Einheit, die chemische Stoffmenge, das ist das Mol. Und das chemische Stoffmenge Mol ist eine SI-Einheit, genauso wie ein Meter eine SI-Einheit ist oder Kilogramm. Das heißt, wir haben hier Einheiten, die eine bestimmte Eigenschaft beschreiben, vom etwas wie eine Länge oder die Masse. In dem Fall ist es die chemische Stoffmenge. Und die chemische Stoffmenge ist ist das Mol. Und ein Mol eines Stoffes ist definiert als 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen. Die Teilchen haben natürlich eine Masse. Jedes Wassermolekül kann natürlich eben auf einer Waage quasi halt eben abgewogen werden. Und wenn man die alle zusammennimmt, dann stellt man fest, dass diese 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen, die Wassermoleküle zusammen, dass die 18 Gramm auf einer Waage ausmachen würden oder eben 18 Milliliter. Und das war, was ich Ihnen eben gerade in dem Reagenzglas hier auch gezeigt habe. Anders kann man das natürlich auch ausdrücken, dass ein Mol Wasser entspricht 18 Milliliter oder 18 Gramm Wasser. Die Wahl dieser Einheit hat sich aus verschiedensten historischen Dingen ergeben. Das ist genau wie bei Meter. Den Meter hat man auch irgendwann mal festgelegt gehabt als eine Möglichkeit. Man hätte auch eine andere Einheit messen nehmen können. Aber man hat eben hier eine entsprechende Einheit wahrgenommen. Bei der chemischen Stoffmenge hat man sich auf diese Größenordnung geeinigt. Wir werden später auch nochmal darauf zurückkommen, wie es genauer gekommen ist, dass man genau diese Anzahl an Teilchen oder diese Stoffmengengrößen genommen hat. Zunächst mal ist es so, dass es natürlich nicht nur fürs Wasser gilt, sondern im Prinzip gilt das hier für alle Teilchen und diese chemische Stoffmenge, diese Molangaben, die gilt halt insgesamt, dass einfach grundsätzlich ein Mol eines Stoffes 6 mal 10 hoch 23 Teilchen hier entsprechen. Das gilt natürlich eben fürs Wasser, was wir gerade kennengelernt haben, das waren die 18 Gramm. Und ein Mol Kohlenstoff, das entspricht 12 Gramm und für andere entsprechende Stoffe können wir natürlich genau das Gleiche aufstellen. Ich habe hier ein paar Beispiele Ihnen aufgeführt. Hier sehen Sie Mole von verschiedenen Stoffen. Die will ich Ihnen auch nochmal kurz demonstrieren. Hier sehen wir also, hier drüben ist nochmal, das sind nochmal die 18 Milliliter Wasser. Dann haben wir hier ein Mol Schwefel. Dann haben wir hier ein Mol Eisen. Das hier ist ein Mol Kohlenstoff, das sind die 12 Gramm. Und hier haben wir ein Mol Kupfer und da haben wir ein Mol Aluminium. Das sind die entsprechenden Mengen, die den Molen entsprechen. Und Sie sehen einen Grund, warum man solche Größenordnungen zumindest schon mal gewählt hat. Das sind natürlich Mengen, die wir sehen können, die wir in die Hand nehmen können. Und das sind eigentlich ganz vernünftige Mengen vom Umgang, mit denen man mit solchen Stoffen zu tun hat. Gut, das ist die chemische Stoffmenge des Mol. Und jetzt muss ich bei diesen Dingen einen Einschub machen, weil hier gibt es öfters mal Probleme. Und Sie haben gerade gesehen, wir haben eine riesengroße Zahl gehabt. Da stand eben gerade 6 mal 10 hoch 23. Und das führt uns zu dem Punkt, dass Sie ganz, ganz wichtig
im Endeffekt sich mit der wissenschaftlichen Schreibweise auskennen sollten. Sollten Sie eigentlich sowieso schon. Wenn Sie es noch nicht können, wäre es Zeit jetzt inzwischen, sich mit dieser wissenschaftlichen Schreibweise auseinanderzusetzen. Die wissenschaftliche Schreibweise ist, dass Zahlen in Form von Zehnerpotenzen angegeben werden sollten. Das heißt, statt 100 kann man natürlich auch sagen, es ist 10 mal 10. 10 mal 10 hinzuschreiben ist ein bisschen umständlich. Das heißt, man schreibt im Prinzip 100 als 10 hoch 2 auf. Bei 100 wäre es noch nicht so weiter dramatisch, aber wenn Sie eine Million haben, dann müssen Sie natürlich schon 6 Nullen gleich entsprechend hinschreiben. Und um sich das Leben einfacher zu machen, das ist ein Grund, aber wichtiger sind eigentlich spätere Gründe, auf die wir auch mal im Laufe der Vorlesung nochmal kommen, ist Fehlervermeidung, ist in dem Fall, dass wir hier für die eine Million 10 hoch 6 schreiben können. Wenn Sie Kommazahlen haben, also wenn Sie zu kleinen Zahlen kommen, zum Beispiel 0,01, dann entspricht das gleich 1 dividiert durch 100 und 1 durch 100 würde dann eben entsprechende Schreibweise sein, 10 hoch minus 2. 0,00001 ist 10 hoch minus 5, die 1 steht an der fünften Stelle hinter dem Komma, deswegen 10 hoch minus 5 und entsprechend die Angabe. Definitionsgemäß, aber ergibt sich auch aus der Reihe, ist das 1 entspricht gleich 10 hoch 0. Und Zahlen wie zum Beispiel 186.000 würden Sie dann angeben als 1,86 mal 10 hoch 5. Ja, hier haben wir den entsprechenden Taschenrechner. Auch da nochmal, wenn Sie im wissenschaftlichen Taschenrechner arbeiten, haben Sie natürlich die Größenordnung. Also wenn wir zum Beispiel eben betrachten wollen, wir wollen wissen, was einmal 10 hoch 3 ist, dann geben wir eben ein 1 und eben Exponent hoch 3. Und das ist gleich, was wir eben schon natürlich vorhin gesehen haben, das sind 1000. Oder wenn wir eben hier ansonsten mal zum Beispiel 1 Exponent 6 sind gleich die 1 Million. Bitte nicht verwechseln, dass Sie hier den Fehler machen damit, dass Sie hier eingeben, ich muss ja 10 hoch eingeben, also 10 Exponent hoch 3, das sind dann nämlich 10.000, weil was Sie dann gemacht haben, ist, dass Sie gerechnet haben, 10 mal 10 hoch 3 und damit kommen Sie natürlich auf 10.000. Das ist nicht so gut, also daran denken. Wenn Sie 1000 zum Beispiel darstellen wollen, dass es dann 1 Exponent hoch 3 ist, ist gleich 1000. Was Sie gleichzeitig auch hiermit sehen können, ist im Endeffekt, das ist, was Sie später gebrauchen können, die Logarithmen rechnen, diese Hochzahlen sind natürlich Ihre 3, kriegen Sie wieder, wenn Sie den Logarithmus aus den 1000 hier herausziehen. Also auch da empfehlenswert, sich mit den Taschenrechnern vertraut zu machen und mit der wissenschaftlichen Schreibweise. Ja, damit sind wir am Schluss der heutigen Veranstaltung. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie wieder beim nächsten Mal dabei sind und ja, verabschiede mich für heute von Ihnen.